Wenn ihr versucht, eine App zu starten und die tut nicht das, was sie soll, ja, die stürzt zum Beispiel immer wieder ab oder reagiert nicht so und die Funktionen gehen einfach nicht so, wie man es gewohnt ist, dann müsst ihr die App nämlich komplett schließen. Hintergrund ist, die Apps schließen sich gar nicht, die bleiben nur im Hintergrund. Und manchmal kann das zu Problemen sorgen und jetzt gibt es einen einfachen Tipp, wie ihr die Apps komplett schließen könnt und danach mit einem Neustart sozusagen eigentlich die meisten Probleme beheben könnt. Und zwar macht ihr einen Doppeltipp hier auf den Home-Button, einfach hier Tipp, Tipp, dann seid ihr in dieser Multitasking-Ansicht und jetzt streicht ihr einfach die entsprechende App, also wir stellen uns vor, zum Beispiel die Safari-App macht Probleme, einfach so mit dem Finger, zack, nach oben aus dem Bildschirm raus. Das könnt ihr natürlich auch mit allen weiteren Apps machen, macht nicht so viel Sinn, aber wenn ihr dann wieder einmal den Home-Button drückt, seid ihr wieder auf der Startseite, startet die App neu und danach sollte in der Regel alles wunderbar funktionieren. Das war's auch schon. Wenn ihr jetzt noch mehr Videos haben wollt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein positives Signal hinterlasst sozusagen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann tschüss!